So ein sonniger Tag heute, weißt du? Kommt man ja glatt mal an den Strand. Ja, Commander Murty. Ja. Dann würde ich sagen, Klamotten aus und zeig mal, was du kannst. Einmal Fronturlaub. Fronturlaub im Altes Beach. Ja, das wäre da auch noch was, wenn wir hier so eine Strandbar aufmachen. Ja, das wäre geil. Die Noten vergessen. Ja, wir haben leider noch keine weiblichen Skins in Altes, ne? Sonst könnten wir auch gleich ein paar... Woodflip bin hinter dir, was gibt's? Fragen, was Gama, vielleicht verkleidet er sie als Frau oder so. Wie verkleiden? Ich habe einen Kontakt, zwei Kontakte. Wo genau? Richtung 187 kommen näher drei Kontakte. Abdullah in einem Hemmet. Alba kann ich nicht aussprechen in einem Zemek. Zemek. Und Rain Hunter in einem Zemek. Alpha bekommt Zemek. Besuch. Bestätigt schon gesichtet. Da kommt noch ein Kontakt. Richtung 195 kommt schnell näher. Okay, die ersten kommen rein. Bricht aus, bricht aus, bricht aus. Kontakt bei uns ausgebrochen. Parkt abseits der Straße. Ja, zweiter auch. Halten alle. Alle drei Kontakte ausgebrochen. Vierter kommt. Pass auf, der... Kommt noch einer. Oh, der ist was schnell. Gebt euch von oben Deckung. Ran auf den Meter hier. Komm mal mit. Schönen guten Tag. Wanted aktualisiert. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Natürlich. Alles klar, jetzt kann man loslegen. Empörer mit einer Schönen guten Tag. Was versteht ihr denn hier? Ja, aber der Sie möchten einmal durch die Grenze fahren, ja? Wunderschönen ja. guten Tag. Wie bitte? Ich sage, Sie möchten einmal durch die Grenze fahren, ja? Der andere repariert seine Karre. Alles klar, ich werde eben mal kurz Ihre Papiere checken, okay? Tun Sie dies. Tun Sie sich glaube ich, eine S da. Alles klar. Kollege, bitte einmal die Autopapiere überprüfen. Pass auf, der kommt gucken, zu ob das Fahrzeug auch dem Halter gehört. Ne, der setzt sich hin. Alles gut. Der setzt sich hin. Ich hab den im Blick. Wenn der falsch zuckt, ist er vorbei. Jo, ist sein Auto. GT One Thing. Rebellengebiet Offroad fährt Richtung Alpha von Bravo aus. Steht auf der Wand. Wir haben ein ganzes Bataillon an Lizenzen hier. Ja, verstanden. Ja. Gut, ich werde sie eben befreien und dann gucken wir uns mal ihr Auto an, ja? Kein Problem, Herr Officer. Wanted aktualisiert. Alles klar, sie kann sich mit vorbefreien. So, dann schauen wir mal. Aber ein bisschen dreckig ist die Höhe ja schon, ne? Ja, im Moment noch keine Zeit gehabt, mal irgendwie zur Waschanlage zu fahren. Aber irgendwie fehlt da einer, nicht so drei Autos, zwei richtig. Typen, die da vorne Moment, stehen. Moment. Oh, hier, kommen Sie mal her, Oh, ja, Und dritten? Sehen Sie das hier in der Mitte vom Tank? Ja. Irgendwie, ich glaube, der Tankdeckel ist tierisch undicht. Ja, gesagt, die Dichtung muss auf jeden Fall mal gewechselt werden. Na. Das sippt ja raus wie im Golf von Mexiko. Und ach, du komische, Abdel, ja, wie so, kann okay, Gesundheit. Da hinten, Herr Officer. Wie bitte? Drehen Sie sich mal um. Ja, da kümmern wir uns gleich mal drum. Aber erstmal sind Sie ja noch dabei, ne? Alles klar. Boah, der neue Semmel sieht schon was geil aus. Was fahren Sie prädestiniert für Ladungen hier oben? Wie bitte? Ich fahre im Moment gar nicht. Ich wollte in Richtung Waffen laden. Alles klar. Okay, sehr schön, ja. So, ich schau mal, wie im Boden das unten aussieht. Nee, aber der andere hat seine Waffe wieder in der Hand.
Oh, oh, ja, oh. Abdelbar. Gucken Sie mal hier unten, also die Blattfeder, ne? Hinten die Blattfederung von der ganzen Kiste. Die ist ja nun schon ziemlich ausgeschwungen, das sollte langsam erledigt werden. Also das hängt ja eher nach unten durch als nach oben, so wie es soll. Okay. Sehen Sie das? Sehen Sie das? Ja, dann werde ich nach dem Gamstor direkt mal, ist ja direkt in derselben Stadt, die nächste Werkstatt aufsuchen und das Bett mal machen lassen. Das sollte wohl sein, das sollte wohl sein. Sonst fliegt Ihnen hier nachher die ganze Hinterachse weg, wenn Sie da mal ein bisschen mal draufpacken hinten. Und das ist ja so nicht der Sinn von dem Transporter. Das ist wohl wahr. Und noch dazu würden sie ja dann die komplette Verkehr lahmlegen, der hätte ihn unterwegs ist. Gut, mein Kollege wird sie jetzt durchlassen. Ich wünsche Ihnen dann noch eine schöne Weiterfahrt, ne? Und immer dran denken, die Achse auf jeden Fall überprüfen. Alles klar, Herr Officer, vielen Dank. Kein Problem und einen schönen Tag noch. Ja, bitte, was? Ist ein bisschen komisch, die Leute, die, wo wir wissen, dass die halt Alkohol geschmuggelt haben, die stehen ja bald alle wegen Drogenhandel, ne? Ja, Alkohol ist eine Droge, Kolle. Ja. Nein, Alkohol ist keine Droge. Alkohol ist ein illegales Genussmittel. Oder ein legales. Willst du mir jetzt erzählen, dass das nicht betäubt und keine Rauschwirkzustände? Wieso ist Alkohol legal? Hast du das Schenkstock gelesen? Hast du das Schenkstock gesehen? Wir haben eine Prohibition in Altes. Ah, ja, okay, dann ist das was anderes. Ja. Aber zählt es wegen trotzdem unter Drogen? Ja, natürlich. Auch eine Droge ist nichts anderes als ein illegales Nussmittel. Ein rauschender Zustand hervorwirkt. Schönen guten Tag, bitte einmal das Fahrzeug ausstellen. Alles klar. User left your channel. Wir haben irgendwie, weiß ich nicht. Alpha gesuchter an Alpha. Name? Abdallah. So, Mr. Oranius. Verstanden. Wir machen einmal die Kontrolle durch. Ja, kein Problem. Sie sind verwundet, alles okay bei Ihnen? Ja, ich bin einmal kurz gegen den Pfeiler gefahren, aber ansonsten alles okay. Und was machen Sie da? Zwei Gesuchte an Alpha. Brian Hunter. So ganz ist halt auch noch nicht, was wir da machen. Naja. So. Curry, das interessiert uns nicht. Das ist Rebellengebiet. Das ist nicht unsere Sache. Ich komm was auf passiert. Euch zu. Ich gebe euch Deckung von oben, ne? Wer kommt auf euch zu? Mama? Ja, die haben. Einer zieht eine Waffe. Und die haben so runter. Ja, der ich ist aber ein bisschen angerostet. Ich hab die im Blick. Wenn die falsch zucken, ist es ganz schnell ganz vorbei. Ja, perfekt. Hab ich dann Feuererlaubnis, wenn die auf euch schießen? Wenn die auf uns schießen, dann ja. Aber solange sie nichts machen, nichts machen. Nee, nee. Das ist Rebellengebiet, da dürfen sie machen, was sie wollen. Ja. Der hat doch, glaube ich, nur die S da. Den Abdelai blub blub kommt hier nicht ran, ne? Und ist aktualisiert. Könnte den negativ. Von hier aus tasern, das wäre nicht das Problem, aber ist ja nicht Sinn und Zweck. Nee, richtig. Soll er hier durchfahren? Nur wenn er zuckt, dann. Und Brian Hunter auch, ne? Wollen die jetzt die Straße zumachen und kontrollieren, oder was? Ja, ist doch geil. Lass sie doch machen. Das ist doch Rebellengebiet. Da können sie machen, was sie wollen.
Solange sie mich an der Grenze nicht auf den Sack gehen, ist mir das alles egal. Ist das jetzt ein offizieller Rebellen-LKW da vorne? Jupp. Aber nicht, wie gesagt, ist nicht verdächtniserregend und auch nicht illegal, richtig, genau. Die einzigen Geräte, die für uns einen begründeten Verdacht darstellen, sind immer noch der bewaffnete Offroader und der Ifrit. Ah, okay. Boah, ich hatte so geil freies Schussfeld auf den Tank. Oh. Er steht sich an die Grenze. Ja, guck mal, hinten direkt neben dem Tank sind so drei Gaspullen oder was sind das? Siehst du die? Und so ja. Auf den Tank kurz. Boah, das wäre ein Schuss, das wäre Inferno. Glaub ich ja. Nicht, mach mal. Ich geh mal hin und gib mal ein Käffchen aus. Die Deckung. Jo, so ein bisschen Stockbrot oder Marshmallows noch dabei. Warten Sie doch mal kurz, ich wollte gerade eine Runde Käffchen ausgeben. Hä? Schönen guten Tag, Abdullah, ich wollte gerade eine Runde Käffchen ausgeben. Ja, dann nehmen wir her damit. So ein schöner sonniger Tag. Was umsonst ist, nehmen die immer. Ja, der Heli stört ein bisschen, aber... Ach, was. Hört ihr den Heli? Oh, ich höre den aber ganz leicht nur. Er stört ein bisschen. Wir können uns nicht unterhalten. Dankeschön. So, denn zum Wohl, wa? Hörst du da kaum, das ist ein Austausch, Mann. Und sonst, was machen Sie an so einem sonnigen Tag hier? Ah, wir wollten gerade Äpfel liefern. Aber der hat wohl schon seine Stunden überschritten, jetzt müssen wir Pause machen. Ah, sehr schön. Immer schön darauf achten, dass man nicht übermüdet und so weiter, ne? Jo. Und was haben Sie da aufgebaut? Einen kleinen Checkpoint oder wie sieht das aus? Ja. Ah, schöne Idee. Soll ja nicht jeder durch. Ja. Ah, richtig, korrekt. Ist das Ihr Heli da oben? Ja, richtig, genau, das ist meine Luftaufklärung. Der nervt ein bisschen. Voll nicht rum. Der ist doch kaum hörbar. Ich hab ein Hörgerät, das hört man extrem. Einfach runterriegeln. Oder einmal zu Kindhörgeräte, ja. Die haben da sehr schöne Geräte, die können auch schön fein adjustiert werden. Okay, danke für den Tipp. Ah, kein Problem. So, ich gebe immer das nicht, dass wir da verdursten, für Ihre Kollegen auch noch ein Käffchen mit, wa? Wie bitte? Buddy left your channel. Ich sag, ich habe bloß mal für Ihre Kollegen da drüben, dass die nicht verdursten, auch noch ein Käffchen mitgegeben. Jo, danke schön. So, ich muss wieder an die Arbeit. Jo, viel Spaß. Bis später dann. Ja. Das ist doch eine Provokation. Und? Ja, und? Aber wir lassen uns nicht provozieren, wir sind die Polizei. Hallo? Was ist denn los? Nee, deswegen nicht, aber dieses Kindergespiele. Lass sie doch machen, solange sie uns an der Grenze nicht auf den Sack gehen, ist doch alles in Ordnung. Irgendwo müssen sie sich doch ein bisschen was zu tun verschaffen. Und wenn sie es da machen, ist es mir vollkommen egal, echt. Solange sie mich hier nicht stören, meine Grenze zu machen. Ich hätte Lust, einen Torpedo zu werfen, darf ich? Einen ganzen? Boah, so ein Mark 17, oder? Oh, wir kriegen Besuch, Leute. Jo, Hauptmannsberg Blizzard. Okay. Ja, haben wir den auf der Liste drauf? Ich guck mal eben. Plus, ne, ist nicht. Der hat aber Rebellenklamotten an. Ja, dann ist er zu durchsuchen. Jo. Tut die komplett, ja. Aber ihm darauf hinweisen, bitte, ja? Ja, ja. Bevor ihr es macht. Hier ist gut, von hier oben kann ich halt nicht. Wird er da wieder durchsucht werden, na gut, dann. Machen wir das hier. Schönen guten Tag, Herr Schmidt. Also ich wurde gerade erst am Bravo kontrolliert, ne? Schönen guten sonnigen. Aber Herr Schmidt, Sie haben doch Rebellenklamotten an. Damit sind Sie doch für uns eine ziemlich verdächtige Person. So sagt Herr Schmidt. Ja, aber ich war gerade erst bei Bravo kontrolliert worden für 5 Minuten, du. Ich hab nichts mehr dabei, du. Alles clean. Ja, davon überzeugen wir uns gleich mal selber. Kleinen Moment. Stahlkappenstiefel. Können Sie ruhig machen. Stahlkappen? Oh mein Gott, das gilt ja von fast als Waffe. Ja. Was haben Sie denn damit vor? Ja, natürlich, du. Oder arbeiten Sie nebenbei auf dem Bau? Ich bin Männermodel. Aha, deswegen. Oh. So, Herr Schmidt, dann holen Sie doch mal bitte den Verbandskasten raus, den möchte ich mir mal angucken. Männermodel, meine Rebellenkleidung oder was?
Der ist in ihrem Rucksack drin, kleinen Moment. Rebellen-exklusiv 2014-Katalog, oder was? Kommt demnächst, 2 Wochen kommt er raus. So, jetzt ein Rucksack. Gratis, spart bitte. Oh, der ist aber 2011 schon abgelaufen. Damit fahren sie noch rum? Das geht aber nicht. Natürlich geht das. Da holen sie sich aber ja jeden Scheiß weg, wenn sie die verrumpelten Handschuhe noch anziehen da drinnen. Also den bitte beim nächsten Mal austauschen, ja? Natürlich. Das geht ja so nicht. So, jetzt gucken wir mal weiter. LKW leckt das auch. Öl. Ohne Ende. Echt jetzt? Was ist das? Hydraulik oder? Ich guck mir gleich mal die Bremsschläuche an. Ach, Blattfedern. Schauen wir mal. Ja, gefuscht stimmt schon, das passt wohl. Ja, der hält noch ein paar Kilometer. Aber der Tank sieht ganz schön siffig aus, das ist ja schon Umweltverschmutzung hier. Hast du nicht lange? Gucken Sie mal bitte, die Dichtung. Hauptmann, gucken Sie mal bitte, die Dichtung hier, die das ist doch. Ja, das möchte auch sein, ne? Weil beim nächsten Mal, wenn ich sie so erwische, ja, dann gibt's da vor allem Bußgeld für Umweltverschmutzung, das geht ja so nicht. Ah, ich besaue über das mal und dann gehe ich mal mit Gärcher drum rum. Ja, das ist gut. Wunderbar, blitzblank. Richtig, richtig. Ist ja auch nicht mehr der neueste. Naja, ich sehe schon, ich sehe schon. Aber bei Karglas waren sie auch, oder? Wie sieht's mit dem TÜV aus? Ja, TÜV, frisch drauf. Naja, ich sehe schon. Das ist schon mal vorbildlich, aber ganz ehrlich, seien Sie doch mal ehrlich, den haben sie doch bestochen, oder? Ich meine, ist mir egal, solange sie die richtige Plakette hinten dran haben, aber. Ja, die brauchen alle ihr Geld, ne? Ja, das ist richtig. Zeiten. Aber an sich, ja. Füllstand, Die Scheiben, die sehen sehr gut aus. Oh, das sehe ich selten. Da kann er mich ja drinnen spiegeln. Auch wenn so eine Schönheit keiner wiedergeben kann. Aber das sieht schon mal, kommt schon mal nah ran. Ja, wie gesagt, ich bin Männermodel. Ich muss mich immer selber sehen, wenn ich fahre. Ah, korrekt. Machen wir nochmal einen Lichttest. Machen Sie mal Rücklicht an. Aber wenn der Innenraum spiegelt, ist nicht so gut. Du. Natürlich. Einmal bitte anmachen, die Karre. Ah, da blinkt's. Und jetzt mal kurz einen Rückwärtsgang. Es könnte sein, dass ihr bei Bravo Besuch bekommt. Fährt weiter zu Charlie. Alles klar, Hauptmann. Das können wir so gelten lassen. Ich Lichter in Ordnung. Das freut mich schon mal sehr. Ne? Das ist natürlich unfallvorbeugende Maßnahme. So, dann steigen Sie mal ein. Ich lasse eben durch und ich wünsche eine angenehme Weiterfahrt und immer sauber bleiben. Ne? Ja, sicher. Sehr schön. Boss Apex ist auf dem Wanted. Jeden auch schönen Tag. Ich weiß. Wegen. Mir geht's wunderbar bei so einem Wetter hier. Das ist doch wunderschön. Wo haben wir Force Apex? Oh, vor uns. So, also wir machen aber nochmal wieder eine Kontrolle. Schönen guten Tag, Herr Apex. Ich komme aus Satira. Aus Satira, aha. Und wo möchten Sie hin? Zum Markt in Pirgus. Schon wieder? Oh, Herr Apex. Moment. Herr Apex, ich sehe gerade, ne? Ich habe hier gerade mal einen Blick auf meine Wanted-Liste gesetzt und da stehen Sie drauf und zwar wegen dem Drogenhandel gemeldet von einem Drogendealer. Was sagen Sie denn dazu, mein Freund? Drogenhandel? Ja, genau. Ich bin Früchteverkäufer, ich bin Äpfelverkäufer. Ja, wahrscheinlich haben Sie dann vielleicht mal einen Apfel zu viel umgewandelt zu ein bisschen oh ja. Tanken für die Seele. Aber Sie wissen, wir haben eine alte strengste Prohibition, Alkohol ist verboten. Dementsprechend fällt es auch unter das Drogengesetz. Oh. Ja, genau. Deswegen werden Sie jetzt mal ein Bußgeld bekommen, aber keine Sorge, es ist nicht die vollen 40.000, es sind 20.000, weil Sie ja nur verpfiffen wurden und wir sich nicht auf frische Tat adapt haben. Alles klar. Der Kollege wird eben mal das Auto durchsuchen, ja? Vielleicht finden wir da noch ein bisschen was. Mal gucken. Das hättet ihr wohl gerne. Nee, das Auto ist sauer. Fahrzeugpapiere sind auch gut. Ah,
alles klar, der Kollege hat bezahlt. Ja, dann gucken Sie sich auch bitte mal noch den Tank an und Sie wissen die Schwachstellen, ne? Hydraulik etc., Bremsleitungen. Ja, ich grabe mal hier mal unten runter. Dankeschön. So, Sie können sich ja bald wieder befreien. Also die Achse, die sieht ein bisschen gebrochen aus. Die sieht schlecht zusammengeschweißt aus hier. Ernsthaft? Sie haben eine Achse rumgeschweißt? Apex? Ihr Ernst? Ich habe den TÜV geschickt und die haben den halt schon so kontrolliert. Und in der Werkstatt war er auch. Ja, der ist schon ein bisschen älter. Der ist nicht auf neuesten Stand. Ja, ich sehe das schon. Ja, also bis auf die Achse ist alles soweit in Ordnung. Das ist ein bisschen viel Öl unten drunter, aber sonst geht's. Na gut, das kann man ja gelten lassen, aber ne? Würde ich mal lieber eine richtige Werkstatt nochmal aufsuchen, du. Habe ich schon vorhin getan. Mann, Mann, Mann. Ich bin jetzt sinnlos rausgeworfen. Ja, das ist wohl wahr. So, Herr Apex. Für ihre Straftat haben sie bezahlt. Gerade in der Zukunft Hände weg vom illegalen Geschäft. Ja, Finger von den Drogen. Sie wissen, was da los ist. Kleine Kinder verfallen dem und dann haben sie richtig böses Leid in der Hand. Aber jetzt erstmal angenehme Weiterfahrt und trotzdem lassen sie die Achse nochmal überchecken, ja? Werde ich machen. Perfekt, ich lasse ihn durch. Was sagen die Jungs bei Bravo? Gibt's da was? Ich hab gerade nachgefragt, kam keine Antwort. Oder hat man das im Funk nicht gehört? Nö, ich hab nichts gehört. Also. Habt ihr bei Bravo überhaupt was zu tun? Merton, der Konvoi, der vorhin bei euch war, passiert in diesem Moment Charlie. Hab ich mir gedacht. Ja, bestätigt. Habe ich mir gedacht. Bin in der Nähe. Soll ich zu Charlie mit? Na, Charlie ist leer. Wir brauchen, wenn dann an Charlie mindestens zwei Leute. Schönen guten Tag. Bitte einmal den Motor ausstellen und aussteigen. Waldi, moin. Hast du meine Nachricht gekriegt? Nee, welche Nachricht? Dass ich wieder für die Liste arbeite und eine Erlaubnis bräuchte. Ah, was haben Sie da einstecken? Ach, das, was neu gearbeitet wird. Ach so, okay. Na, ausnahmsweise, ne? Bürger, kannst du mal gucken, ob der rote Hund auch auf der Runde ist? Steigen Sie ein, ich lasse ihn durch. Ja, danke dir. Nativ. Kommen Sie noch ein Stück weiter, mein Freund, kommen Sie noch ein Stück weiter. Na gut. So, dann steigen Sie doch mal aus. Der Hund, oh, schicke Tattoos, da steht einer auf Körperkunst, ja, nett. Hm? Hm?
Wie geht's Ihnen denn heute? Ach ja, hm, okay. Was habe ich im Gesicht? Alles okay? So, Hündchen, dann werde ich sie mal eben restrain und mal ihre Lizenzen abchecken, ja? Kollege, gucken Sie bitte mal nach den Lizenzen des Autos, Zulassung etc. Jo, Fahrzeugpapiere sind in Ordnung. Oh, haben Sie Ihren Stammbaum in der Lizenzliste drin oder was ist das? Ist ja heftig. Hätten die gedacht, dass jemand mit so einem geringen Vokabular so ein vielfältiges Jobrepertoire anbieten kann hier? Oh Gott. So, mein Freund. Dann werden wir uns gleich mal Ihr Auto angucken, wie dann die Verkehrstüchtigkeit davon ist, ne? Ich lasse dich schon mal frei. Oh, gucken Sie mal hier, Hündchen. Sehen Sie das? Der Flüssigkeitsstand mit dem destillierten Wasser von der Autobatterie, der ist schon ganz schön niedrig. Also sollten Sie mal wechseln lassen, nicht, dass der das Ding bei der nächsten Hürde nicht mehr anspringt, ne? So. Die Reifen sehen aber auch schon ein bisschen älter aus hier. Ah, Profil ist was anderes, das stimmt wohl. Das sollten Sie definitiv mal wechseln. Oh, was sehe ich denn hier? Die Ösen von der Ladehängung, die sind ja alle verbogen. Wie wollen Sie denn Ihre Ladung sichern, mein Freund? Das kann ich ja. Nee, das können wir also wirklich. Bei aller Liebe. Also viel lasse ich durchgehen, aber sowas nicht, weil das gefährdet den Straßenverkehr von anderen ungemein. Das ist ja schon fast eine Wurfgeschosswaffe hier, also. Also einfach mal zur Ermahnung, werde ich Ihnen dafür mal ein Ticket geben in Höhe von $500, ja? Und dann bitte in der nächsten Werkstatt unbedingt die Ösen für die Ladungssicherung überprüfen lassen. So, und aber das wirklich, ich hoffe, das tut ein bisschen weh, die 500, ne? Und Sie werden sich das nächste Mal dran halten. Also das kann ich da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ansonsten, was sagen Sie? Also, mal nicht so aggressiv bellen hier bitte. Ah, sonst fassen wir das gleich mal als Beamtenbeleidigung auf. Oh Mann, da, den brauche ich noch. Ist ja geil. Eine Frage, oder? So, na gut. Dann los, Hündchen. Können Sie weiterfahren und wie gesagt, ab in die nächste Werkstatt Kontakt und die Ladungssicherung überprüfen lassen, ja? Angenehme Weiterfahrt wünsche Philipp ich. Philipp kommt hier gerade an. SUV. Philipp? Von wo? Ja. Und machen wir gerade wegen. Ja, genau der. Genau der. Der kommt gerade mit dem SUV angeknallt. Welche Richtung? Er kommt auf euch zu, von Pykros aus. Alles klar. Quellengebiet. Ah, oh, da ist er. Mahlzeit, Philipp. Steht auf Wanted? Hallihallo, einen schönen sonnigen. Guck. Negativ. Nein. Einmal ein Stück vorfahren, bitte. Darf aber nicht mein Kommando umfahren. Schön in den Schatten. Warm wird. Genau. Sehr schön. Dann einmal aussteigen, bitte. Ja, heizt sich die Karre auch nicht so auf, das ist gut so. Schon, die Reifen sind ordentlich abgenutzt hier. Wie kann das denn sein? Das kann doch nicht sein, ich habe das Ding gerade gekauft. Ja, dann gucken wir doch hier hinter. Oh, dann gucken Sie mal von hier. Dann gucken Sie mal von hier, mein lieber Herr Philipp, ja? Sehen Sie das? Die Spaltmaße von der Motorhaube? Vorbildlich, ja. Also sehen Sie die Spaltmaße? Also das Ding hatte definitiv schon mal einen Auffahrunfall. 61.500. Das ist für eine krumme Summe. Halt mal meinen Magneten ran hier, du. Also da würde ich mal wirklich hier, mal... Da haben wir's doch schon, da. Wurde schon geflickt hier. Hier vorne die Schürze, auch gerissen. Und das Ding haben sie neu gekauft? Ja, alle. Scheiß BMW-Händler. Ja, wirklich. Also, nee, ganz ehrlich. Ne? Also, sie sehen ein, ja, wir wollen sie nicht schikanieren, das ist ja wohl mehr als offensichtlich. Ja, also, es ist ja wirklich Skandal, dass mir sowas verkauft wird hier für 7.000, 8.000. Ich zieh mal eben meine Inspektionsbrille an hier und dann gehe ich mal unter das Auto hin. Ja, sehr schön, sehr schön.
Trinken nicht vergessen. So, und die erklären Sie mir doch mal, Mr. Escobar, was haben Sie denn hier vor? Was wollen Sie denn im schönen Altes? Hm? Ich bin mal kurz ehrlich zu dir, Murphy, und ich habe euch auch gerade geschrieben, ich wurde vorhin hinterrücks in Anführungszeichen erschossen. Darf ich eigentlich dafür Selbstjustiz üben? Negativ. Und zwar aus dem Grund, Sie sind ja tot, Sie haben ein neues Leben, das heißt, Sie wissen ja gar nicht mehr, was passiert ist. Ja, da hast du natürlich recht, aber indirekt weiß ich schon, dass ich viel einfach erschossen worden bin von solchen, Halunken, sag ich mal. Dann melden Sie die Halunken doch am besten einfach unter Polizei. Hab ich schon gemacht. Der Ace von Thor, sonst werde ich nur beleidigt. Ja, alles gut, wir werden uns dem annehmen. Sie stehen ja auch dementsprechend dann. Moment, kann man nachgucken. Also von Force habe ich momentan niemanden auf der Wanted-Liste draufstehen. Da kannst du den auf jeden Fall draufsetzen. Wer war es denn? Force Ace. Und dann wollten sie verhandeln und ich bin nicht ausgestiegen, weil ich gerade am Nachrichten schreiben war und dann hat er mich erschossen. So, wir haben einen Orca, der landet. Okay, na, das sollte man natürlich dementsprechend mal ansprechen. Er ist auf jeden Fall ziemlich. Aber tief. Sie müssten ja natürlich auch antworten, ne? Also ich würde ja das Handy weglegen, wenn mich jemand ansprechen würde. Sitzen auf jeden Fall noch welche drin. Mit einer scharfen Waffe in der Hand. Ich beobachte das mal weiter. Ich habe auch Unterstützung erhalten aus dem Hinterhalt, aber wir waren leider nicht so. Wo war der Bewerber? Ich bin alleine dahin. Kein Moment, Mo, bitte. Ja, Sachen Bescheid. Gut. So, wir werden nochmal Ihre Lizenz neben überprüfen und über den Rest, da kümmern wir uns mal drum. Da können Sie mal gut groß meine Sorge lassen. Meine traurige Sorge da sein lassen, meine ich natürlich. Alles klar. So, Fahrzeugpapier steht da drin. Oh, Philipp, schon wieder so ein elendiger Stammbaum mit allen möglichen Lizenzen. Wie kann man denn bitte so vielseitig sein? Aber gut. Sei es Ihnen überlassen. Ich bin jetzt schon länger dabei und so und immer, ja, da muss man halt ein bisschen zur Abwechslung sorgen. Das ist wohl wahr. Na gut, ich werde Sie wieder freilassen. Und wenn nichts weiter ist, dann dürfen Sie Ihre Fahrt gerne fortsetzen, ja? Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Weiterfahrt und kümmern Sie sich bitte bloß um das Geschoss hier, das fällt ja halb auseinander vorne. Bevor da irgendwas von der Schürze liegen bleibt und jemand anderen in die Räder kommt. Also ich würde auch sagen, sollte ja 2 Jahre Garantie drauf sein. Ja, definitiv. Ja, das geht also, so nicht. Danke euch, Jungs. Schönen Tag noch. Kein Problem, Ihnen auch. Ciao. Weißt du, wo der Heli hin ist? Nee, der ist irgendwo Richtung 105 ist der gelandet. Aber ich habe keinen Sichtkontakt, da sind zu viele Bäume und Mauern und alles. Ich habe jetzt gerade noch einen ganz kurzen Heli gehört, aber... Ja, ich das auch. War AR Julian. Ja. Der ist auch ist mein unwanted. Oma. Steht auch unwanted, ja. Dreimal Drogen. Moment. Perfekt. So Leute, ich führe kurz ein Bewerbungsgespräch und dann bin ich wieder hier. Ich übergebe es lange an Pyrail das Kommando, ne? Ja. Perfekt, ich bleib hier stehen. Ich hab hier einen Hammett offen im Sichtfeld, der sollte Richtung B kommen. Konnte so, für den Stream, ausmachen. Kurze Pause. Ja, ich bin gleich wieder da, ich muss bloß eben ein Bewerbungsgespräch mit dem Kopf neu führen. Kleinen Moment. Alles klar.